Mein Name ist Marie-Therese Abad. Wir befinden uns jetzt gerade in der Bezirksstelle Schwarz. Und ich habe fürs Rote Kreuz Schwarz die 7 Grundsätze vom Roten Kreuz in künstlerischer, abstrakter Form gestalten dürfen. Und das zeige ich jetzt. Das Rote Kreuz kennt in der Not keine Unterschiede. Deshalb habe ich mich für die Unparteilichkeit, für den Kontrast Schwarz und Weiß entschieden. Es gibt zwischen Schwarz und Weiß für das Rote Kreuz keinen Unterschied. Ein weiterer Grundsatz vom Roten Kreuz ist die Neutralität. Und genau wie eine Brücke brauchen auch wir diesen stabilen, neutralen Boden. Und so ist diese Brücke mit der neutralen Farbe Weiß entstanden. Obwohl das Rote Kreuz den Behörden als Hilfsorganisation zur Seite steht, muss es Eigenständigkeit bewahren. Und um diese Unabhängigkeit zu symbolisieren, habe ich für dieses Werk den freien Schmetterling und die unabhängige Katze gewählt. Der humanitäre Gedanke vom Roten Kreuz ist weltumfassend. Um diese Universalität zu verbildlichen, habe ich einen geschlossenen Kreis gewählt, einen lückenlosen Kreis, vor einem bunten Hintergrund, der unsere Gesellschaft symbolisiert. Die Menschlichkeit. Was verbindet uns Menschen untereinander mehr als wie das Herz, was in jedem von uns schlägt? Für die Einheit habe ich ein sehr starkes Symbol gewählt, und zwar die Biene. Die Biene symbolisiert genau wie das Zusammenwirken vieler verschiedener hilfsbereiter Kräfte die perfekt funktionierende Einheit. Echte Hilfe braucht keinen Eigennutz. Die Freiwilligkeit ist beim Roten Kreuz ein sehr, sehr großer Bereich mit vielen unterschiedlichen Bereichen. Und um das zu zeigen, habe ich viele unterschiedliche Bereiche gewählt, viele unterschiedliche farbige Bereiche, die sich ergänzen und überlappen. Darüber hinaus habe ich noch den Rahmen bildfortlaufend mitbemalt, da ja auch die Freiwilligkeit oft über Grenzen hinausgeht. Hey, schön, dass ihr bei dem Rundgang dabei wart. Ich freue mich sehr, dass ihr die 7 Grundsätze vom Roten Kreuz in meinem Stil gestalten habt dürfen und bedanke mich jetzt bei allen Beteiligten und bei allen Sponsoren für dieses wunderbare Projekt.